Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Flo. Im Hintergrund seht ihr ein Battlefield Bad Company 2 Video im Multiplayer-Modus. Wir spielen hier Rush auf meiner Lieblingsmap Valparaiso, die beste Map ever in dem Game. Und wir zocken hier als Sniper. Wir nehmen hier die M95 mit einem Vierfach-Zoom. Wir haben C4 mit dabei und so eine kleine Pistole hier. Und da werde ich mal ein bisschen was reißen. Wir sind hier auf der Angreiferseite. Und ja, es wird auf jeden Fall ein positives KD-Verhältnis zu sehen sein. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei. So, ja. Dieses Video hier hatte ich noch auf der Festplatte. Das ist schon ziemlich alt. Sag ich mal, das ist genau fast ein halbes Jahr her, wo ich das aufgenommen hatte, im Februar. Und ja, es war aber auch eigentlich zu schade, das denn runterzuschmeißen. Und ja, nach einer Anfrage oder mehreren Anfragen von Bad Company 2 bringe ich das jetzt mal wieder. Vielleicht werde ich dann auch noch mal ein Live-Commentary machen. Da kann ich aber euch nichts versprechen. Und ja, boah, hier erstmal schön vom Heli springen und fast in den Tod. Naja, wir müssen hier die Area verlassen. So. Ach ja, Bad Company 2, das war richtig geil. Oh, hier. Das, ey, das war doch richtig geiler Kill durch den Baum hier. Ey, ich habe so einen Skill. So, ja, bald steht ja hier Battlefield 4 in den Startlöchern. Und da habe ich jetzt auch schon auf YouTube viele Videos von der Gamescom gesehen, dass da welche das gecaptured haben, aufgenommen haben und ihren Senf dazu abgegeben haben. Ich finde es ganz schön cool, sieht richtig cool aus. Aber ob ich mir das denn hole, ist dann halt die zweite Frage. In Betracht käme ja nur die PS3-Version, weil erstmal so die Next-Gen-Konsolen ist bei mir jetzt noch nicht so die Frage, dass ich mir die holen werde. Die sind zwar eigentlich, finde ich, für den Release ziemlich billig, besonders die PS4. Ja, vielleicht kommen auch gerade die Fragen, was ich bevorzugen würde. Also so vom aktuellen Stand, welche Konsole ich ein bisschen anziehender finde, ist meiner Meinung nach die PS4. Die gefällt mir besser, ist sogar auch 100 € billiger. Und dann halt das bei Microsoft, da oh, das mit dem Spion sein und alles, weiß ich nicht, aufnehmen mit der Kamera. Ich finde, die PS4 sieht ansprechender auch aus. Den Controller finde ich cool. Ich habe den ja leider aber noch nicht, weiß ich nicht, in der Hand gehabt oder so. Das hätte man ja auf der Gamescom haben können. Aber da sind so viele Menschen, das ist wirklich Wahnsinn. Und naja. Wer weiß, ob das sich denn gelohnt hätte. Und ja. Also das ist, ne? Aber für so ein bisschen, für so lange anstehen, dass dann noch man vielleicht gar nicht so lange daran kann. Ich hatte hier gerade nämlich so ein bisschen gestockt, weil hier irgendwie bei dem Player, wo ich mir das gerade hier angucke, mein Video irgendwie gestockt hat. Ich weiß gar nicht, warum, hatte ich noch nie. Gut, dann wird es vielleicht ein bisschen länger, meine Audiospur hier. Ja, Battlefield 4. Nicht schlecht. Ihr habt mit Sicherheit auch schon mitbekommen, dass es da so einen Wetterumschwung gibt. Das ist wirklich nicht schlecht, dass sich auf einmal dieses Spielgeschehen von hübscher Lage in eine Orkanlage verändern kann. Da gab es so eine Map, wie so ähnlich ist wie Wake Island in Battlefield 3. Dass da so richtig die Palmen sich biegen und weiß ich nicht was. Und ja, das sieht schon nicht schlecht aus, aber hat sehr viel Ähnlichkeit halt mit Battlefield 3. Ja, was ich jetzt noch außerdem in dem Video mal präsentieren möchte, ist, das werde ich jetzt hier so einfügen, so ein kleiner Clip, der mit meinem Handy aufgenommen wurde. Und zwar geht es um das Thema Skyrim auf der PS3. Da habe ich nämlich das Problem, dass jetzt gerade aktuell hatte ich, ich will. Also ich zeige das jetzt euch erstmal, ja? Zack, so jetzt läuft es. Also, hier sind wir nun in Skyrim. Und hier kann ich jetzt mich ganz normal bewegen. Wir sind hier vor dem Tor von Einsamkeit. Und hier kann ich alles machen. Ich kann hier, zack, ich kann das hier, puff.
So, es geht gar nicht um die Qualität hier, aber jetzt kommt's. Ich will jetzt hier reinlaufen, zack. Und der Ladebildschirm wird sich jetzt sehr lange hinziehen. Ich werde jetzt das mal schneiden, 5 Minuten laufen lassen und bis gleich. So, ungelogen sind jetzt mindestens 5 Minuten vorübergegangen und wir sind hier immer noch im Ladebildschirm. Und jetzt zeige ich euch mal was. Hier kann ich das also immer noch drehen, aber wenn ich jetzt in dieses Menü gehe und dann auf Spiel verlassen, also erkennt man nicht so richtig. So, ja, Spiel verlassen, dann werden wir gleich sehen, dass die PS3 piep piep macht. Bitte warten. Alles live. Piep piep. Aha. Da hat es jetzt piep piep gemacht und sie startet jetzt neu. Also ich verstehe nicht, was da ist. Helft mir bitte. So, jetzt habt ihr das mal gesehen, was mein Problem ist. Also ich kann wirklich denn nicht mehr so spielen, weil der Ladebildschirm, der ist einfach ewig, ewig lang. Ich habe schon gelesen, dass man so Patches gelöschen soll und wieder installieren soll. Habe ich gemacht. Ich habe den Patch gelöscht und wieder neu installiert. Ist immer noch das gleiche Problem. Ich habe meine Spieldaten habe ich, die alten habe ich gelöscht und dafür immer neue Spieldaten erstellt. Meine Spieldaten sind jetzt aber auch schon 15 Megabyte groß. Ich denke, das ist schon ein bisschen was. Und es ist halt scheiße, weil man will eigentlich zocken und dann geht das nicht. Also vielleicht wisst ihr da was. Was ich erzählen kann, ich habe bei meiner PlayStation mal diesen Trick angewandt mit diesem Entlüften. Aber ich denke, damit hat es eher wenig zu tun, weil das zuvor auch mal so eine Probleme waren. Und bei diesem Entlüften, vielleicht kennt ihr diesen Trick, dass man da diesen, ich glaube, es heißt Eject-Knopf oder weiß ich nicht, für die Ausgabe gedrückt hält und dann das so ranmacht und dann, die Lüfter drehen sich dann so und da kommt ganz viel Staub raus. Soll man nicht zu oft machen. So einmal im Jahr oder so höchstens. Oder zweimal im Jahr höchstens. Und jedenfalls, aber das war ein Abend. Ich glaube, ich war ein Tag danach, wo ich das entlüftet habe. Ging das wirklich richtig fließend von der Hand mit Skyrim. Alter, die Ladezeiten waren richtig gering, wenn man da in so ein Häusern reingeht und weiß ich nicht, wohin noch hingeht. Und jetzt auf einmal habe ich das Problem, ich kann ja nicht mehr spielen, wenn ich das zweite Mal in so einem Ladebildschirm bin. Es geht unendlich lang. Also das verstehe ich nicht. Vielleicht habt ihr da noch eine Idee irgendwie. Spieldaten schon verändert. Die Patches weggemacht. Also ist jetzt wirklich gerade aktuell richtig für ein Popo. Weil ich möchte da gerne spielen. Ich will jetzt gerade Magier skillen, weil ich sonst Nord bin und auf Nahkampf eher basiert war. Und da will ich jetzt mit Magie und das ist auch richtig lustig. Ja, also da könnt ihr mir vielleicht auch mal ein paar Tipps geben, wenn ihr sie denn wisst. Ja, also das ist eigentlich gerade aktuell das meistdiskutierteste Thema bei mir. Na gut, ich meine, diskutiert wird hier nichts, aber ja, damit ihr so ein bisschen Bescheid wisst. Ah, hier schön gesniped. Headshot sogar. M95, krass. Ich bin ja gespannt, wann jetzt hier DICE mal Bad Company 3 vielleicht rausbringt. Bestimmt für die nächste Generation von den Konsolen wird die bestimmt erscheinen. Mal sehen, wie das denn abgeht. Da bin ich gespannt drauf, weil Bad Company 2 wirklich. Also Sniper zu spielen hat da richtig Spaß gemacht. Bei Battlefield 3 finde ich, kann man es immer noch nicht so richtig, nicht so wie ich das haben will, dass das manchmal auch One-Shot macht. Außer vielleicht muss man Hardcore-Modus spielen, vielleicht. Aber hier ist es wirklich richtig geil. Heißt nicht, dass Battlefield 3 ein schlechtes Spiel ist. Es ist auch richtig cool. Aber das habe ich halt so da vermisst. Und hier, ui, alles kaputt. Ja, also da bin ich wirklich gespannt. Da weiß ich nicht so richtig Bescheid. Da bin ich wirklich überfragt mit Skyrim. Das finde ich ein bisschen traurig. Und oh, da war es auch oft, dass es auf der PS3 so geruckelt hat. Habe ich aber auch schon gelesen in der Nähe von Städten, dass das da ruckelt. Aber dann war das wirklich mal wieder übelst flüssig. Und jetzt auf einmal wirklich 2 Tage schon hintereinander, mindestens zweimal am Tag probiert und immer die gleiche Kacke. Auch wenn ich nicht nach Einsamkeit reingehe, sondern vielleicht irgendwo mich anders per Schnellreise teleportieren
würde. Ist auch so ein ewig langer Ladebildschirm. Es freest ja nicht. Es bleibt ja so ein lebendiges Bild. Aber halt dann danach, dann will ich die PlayStation, also das Spiel, beenden. Und dann jammert es rum. Dann stürzt ab. Ja. Aber nun gut, ich warte mal auf eure Antworten. Jetzt habe ich hier eine SV98. Und dann würde ich mal sagen, ich kann es ja hier schon verraten. Die Stats sind 7 zu 5. Und also 1,4er Quote. Ist nicht schlecht, finde ich, für einen Sniper, für mich hier in Bad Company 2. Boah, da habe ich eh nur eine KD nur von 0,6 oder so. Ganz, ganz schlecht. Aber jetzt kann ich auch nicht schon verraten, wir haben leider verloren. Nein, nicht verraten, es wird hier ein bisschen vielleicht verzögert sein, aber puff. Haben wir es leider nicht geschafft zu gewinnen. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir hören uns vielleicht im nächsten Video. Und ich warte auf eure Antworten, besonders zu Skyrim. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann, Leute, und ciao.